Alexandre lebt seit 5 Jahren mit seiner Verlobten Lori in Paris, Frankreich. Als Lori ihm zum Valentinstag ein paar Pantoffeln schenkt und ihre gemeinsame Zeit nicht mehr so aufregend ist wie früher, findet sie Alexandre schließlich mit der Tatsache ab, dass ihre leidenschaftliche Beziehung nur eine langweilige Routine ist. Um sich von Lori zu erholen, beschließt Alexandre, ein paar Tage in dem Ferienhaus am Strand zu verbringen, das seinen Freunden T und Mordi gehört. Als er in einer stürmischen Nacht dort ankommt, sieht er zu seinem Entsetzen eine Frau, die durch das Fenster einsteigt und auf den Händen geht. Fanfan, die Enkelin von Alexandres Freunden. Alexandre hat in der Vergangenheit von ihr gehört und findet es seltsam, dass sie einander nie vorgestellt wurden. Fanfan weist sie darauf hin, dass Mordi sie gewarnt hat, dass Alexandre nicht gerade ein Geschenk Gottes an die Frauen ist. Fanfan erklärt auch, dass sie wie Mordi eine Ausbildung zur Parfümerin macht und dass sie den Geruch von Alexandre nicht stört. Da es nur ein Gästezimmer gibt, besteht Fanfan darauf, dass sie das Bett teilen, da sie keine Tiere sind, die auf dem Boden schlafen. Und während Alexandre sich zunächst mit dieser Idee nicht anfreunden kann, ändert Fanfan seine Meinung, indem sie ihm vorwirft, er habe Angst vor ihr. Schließlich stellt sich heraus, dass es keine gute Idee war, das Bett zu teilen, weil Fanfan Alexandre ständig belästigt, anstatt ihn schlafen zu lassen. Trotz dieser Belästigung kann Alexandre am nächsten Morgen nicht aufhören, Fanfan aus der Ferne zu beobachten. Fanfan weiß, dass ihr kleiner Plan von gestern Abend nicht aufgegangen ist und bietet eine einfache Lösung an, um diesen Fehler nicht zu wiederholen. Sie nimmt Alexandre mit in ein verlassenes Haus, das sie ihr Geheimversteck nennt, wo sie zusammen abhängen und die Gesellschaft des anderen genießen. Einige Tage vergehen und Alexandre erinnert sich, dass er mit Lori und ihren Eltern verabredet ist und eilt zurück nach Paris. Als er seine Wohnung betritt, ist er überrascht, dass ein Callgirl auf ihn wartet. Es stellt sich als Lori in ein Kostüm heraus und Alexandre sieht darin eine Chance, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen. Aber Lori hat das Warten satt und will so schnell wie möglich zum Abendessen gehen. Als sie bei ihren Eltern ankommen, ist Alexandre schlecht gelaunt, weil er sieht, dass seine Schwiegereltern in einer langweiligen Ehe feststecken und er macht sich Sorgen, dass dies auch seine Zukunft sein könnte. Als Loris Vater darauf besteht, dass er das Familienunternehmen übernimmt, bei dem es sich um ein Bestattungsunternehmen handelt. Währenddessen gesteht Lori einer Freundin, dass sie Alexandre mag und mit ihnen zusammenkommen möchte. Einige Zeit später, als Alexandre zu seinem Freund zurückkehrt, gesteht der Teen, dass er Fanfan mag, aber er ist sich nicht sicher, ob er ihr nachlaufen soll, weil er es leid ist, immer in das gleiche Muster zu fallen. Alle seine Beziehungen waren anfangs lustig, aber irgendwann erlosch die Leidenschaft und sie wurden ein langweiliges Paar, das in einer Routine feststeckte. T weist darauf hin, dass eine ehemalige Verabredung auch nicht befriedigend wäre und Alexandre kommt schließlich auf eine Idee, platonische Liebe. Er wird Fanfan den Hof machen und sie zu ausgefallenen Verabredungen einladen, aber er wird sie nie küssen oder seine Liebe gestehen. Auf dieser Weise kann er die Aufregung genießen, die in unerfüllten Verlangen liegt und die banalen Aspekte von Beziehungen wie dumme Streitereien über Kleinigkeiten vermeiden. Indem er es platonisch hält, betrügt er Lori auch technisch nicht. Bei ihrer ersten Verabredung kauft Alexandre Fanfan Blumen und führt sie in ein schickes Apartment zum Essen aus. Sie haben viel Spaß miteinander und lernen sich besser kennen. Einschließlich kleinere Details wie die Tatsache, dass Fanfan keine Miete zahlen kann. Später am Abend merkt Fanfan, dass Alexandre gelogen hat und dass die Wohnung nicht seiner Familie gehört. Also gesteht er ihr, dass er ihr den Luxus bieten wollte, den sie verdient. In diesem Moment treffen die echten Besitzer ein und Fanfan ist von Alexandres Geste so gerührt, dass sie ihm hilft zu lügen, dass es sich um ein Missverständnis bei der Miete gehandelt habe, bevor sie weglaufen. Danach setzt Alexandre Fanfan in sein Auto, verbindet ihre Augen und behauptet, er bringe sie bis nach Wien. In Wahrheit bringt er sie in ein Fernsehstudio, in dem eine spezielle Bühne aufgebaut wurde, die das Wien des Jahres 1813 vorgaukelt. In historischen Kostümen tanzen Alexandre und Fanfan einen Walzer und tun so, als würden sie wie in den dramatischen Seifenopern angegriffen. Alles ist lustig und vergnüglich, bis Alexandre einen Toast auf die Freundschaft ausspricht, was Fanfan sehr enttäuscht und verletzt. Am Ende des Abends bietet Alexandre Fanfan an, sie nach Hause zu bringen, aber sie revanchiert sich, indem sie ihn bittet, sie bei Paul abzusetzen, einem befreundeten Bildhauer, der eine geruchlose Studie über Fanfan anfertigt. Als Alexandre später in seiner Wohnung zurückkehrt, findet er Lori wach und wartet auf ihn, die bereits vermutet, dass er sie betrügt. Alexandre ist ehrlich und gibt zu, dass er mit einer anderen Frau ausgegangen ist, schwört aber, dass es sich um eine rein platonische Beziehung handelt. Ihr Gespräch entwickelt sich zu einem Streit darüber, wen sie zu ihrer Hochzeit einladen werden, woraufhin Lori sich fragt, was mit ihnen passiert. Alexandre verspricht, dass es ihnen gut geht und es nur am Alter liegt und versucht, sie abzulenken, indem er mit ihr herumspielt. Am nächsten Tag erzählt eine frustrierte Fanfan Mordi, was passiert ist, woraufhin Mordi feststellt, dass sie nichts von Lori weiß.
Als Mordi ihr erklärt, dass Alexandrine verlobt ist, wird Fanfan noch wütender und verspricht, sich auf ihre bevorstehende Prüfung zu konzentrieren, um ihn zu vergessen. Fanfan ist jedoch Alexandrines Charme erlegen und trifft sich weiterhin mit ihm, auch wenn es sie frustriert, dass sie ihn nicht dazu überreden kann, am Ende jedes Dates in ihre Wohnung zu kommen. Währenddessen besucht Alexandrine Fanfans Vermieter, um ihr heimlich bei der Miete zu helfen und erfährt, dass die Wohnung neben ihr leer steht. Schließlich hat Fanfan genug von diesem Spiel und lädt Alexandrine auf einen Drink in einer Bar ein, wo sie zukippt, dass sie von Lori weiß und Alexandrine ein Ultimatum stellt. Er muss sich zwischen Lori und Fanfan entscheiden. Alexandrine besteht darauf, dass er nur befreundet sein will, aber Fanfan erklärt, dass sie seine Hormone riechen kann und dies beweisen, dass er sich sehr zu ihr hingezogen fühlt. Alexandrine gerät in Panik, weil er sich in einer Ecke wiederfindet. Er gibt vor, auf die Toilette zu müssen, geht aber in Wirklichkeit in die nächste Apotheke und kauft sich ein Schlafpulver, das er in Fanfans Getränk schüttet. Sobald Fanfan schläfrig wird, nimmt Alexandrine sie in seinem Auto mit. Am nächsten Morgen wacht Fanfan am Strand auf und nutzt die Gelegenheit, nur in ihre Unterwäsche zu schwimmen. Da sie dies für ein Zeichen hält, dass Alexandrine kein Spielchen mehr spielen wird, bittet sie ihn auch, ihren Rücken mit Sonnencreme einzureiben, was die Spannung zwischen den beiden erhöht. Als Alexandrine nachgeben und Fanfan endlich küssen will, werden sie plötzlich von Lori unterbrochen, die versucht, spontaner zu sein, wie Alexandrine es mag. Sie hat eine große Neuigkeit im Gepäck. Die Vorbereitungen für ihre Hochzeit sind abgeschlossen und vor allem ist sie schwanger. Fanfan ist sichtlich verärgert und ohrfeigt Alexandrine, während sie dem glücklichen Paar gleichzeitig gratuliert, bevor sie geht. Das verärgert Alexandrine und Lori bemerkt das, woraufhin sie eine Szene macht und sich wünscht, Alexandrine würde sie tatsächlich betrügen, damit die Dinge zwischen ihnen klarer wird. Denn sie kann nicht verstehen, was er wirklich will. Einige Tage später ist Fanfan immer noch aufgebracht und diese schlechte Laune führt dazu, dass sie bei den Prüfungen durchfällt. In der Zwischenzeit bittet Lori Alexandrine versehentlich, etwas für ihre monatlichen Einkäufe im Laden zu besorgen und hat keine andere Wahl, als zu gestehen, dass sie nicht wirklich schwanger ist, sondern dass es nur eine Lüge war, die sie am Strand aus Panik verbreitet hat. Lori beharrt darauf, dass diese Ehe nicht funktionieren wird. Wenn Alexandrine sich nicht entscheiden kann, also sagt Alexandrine die Hochzeit offiziell ab, indem er die Einladung in den Abfluss wirft. Danach macht er sich auf die Suche nach Fanfan und findet sie in einem Bus nach Italien, dem er hinterherfährt, um mit ihr zu reden. An der nächsten Bushaltestelle bekommt er jedoch Angst und steigt nicht ein. Einige Zeit später teilt Alexandrine T seine Frustration mit und erklärt, dass er mit Fanfan zusammenleben möchte, aber keine Lust auf die Routine hat, die damit einhergeht. Als T darauf hinweist, dass Fanfan nicht ewig warten wird und sie in 10 Tagen aus dem Urlaub zurückkommt, hat Alexandrine eine Idee. Er wird diese 10 Tage nutzen, um die Wohnung neben Fanfans Wohnung zu kaufen, sie so einrichten, dass sie wie ihr aussieht und einen Einwegspiegel anzubringen. Auf diese Weise kann er sie ansehen und so tun, als würden sie zusammenleben, ohne es tatsächlich zu tun. Der Plan funktioniert und als Fanfan nach Paris zurückkehrt, genießt Alexandrine täglich ihre Gesellschaft, ohne dass sie es merkt. Eines Tages ruft Fanfan ihn an, um sich für die Ohrfeige zu entschuldigen und bittet ihn, mit ihren Großeltern essen zu gehen, wobei sie akzeptieren, nur Freunde zu sein. Als sie sich jedoch treffen, stellt Alexandrine schockiert fest, dass Paul auch mitkommt, weil er jetzt mit Fanfan zusammen ist. Alexandrine tut so, als würde er sich für die beiden freuen, aber er ist eindeutig eifersüchtig und fühlt sich wie das dritte Rad am Wagen. Als Paul auf die Toilette geht, erzählt Alexandrine Fanfan sofort, dass er mit Lori Schluss gemacht hat, aber Fanfan erwidert, dass es für ihn zu spät ist. Während des Mittagessens mit T und Mordi verkündet Paul, dass er und Fanfan heiraten werden, was Alexandrine noch mehr die Laune verdirbt. Später am Abend, als Alexandrine in die Wohnung zurückkehrt, fängt er an, seine Sachen zu packen, weil er denkt, dass er seine Chance bei Fanfan verspielt hat. Aber er unterbricht sich selbst, als er sieht, wie sie sich auf der anderen Seite des Spiegels mit Paul streitet. Es stellt sich heraus, dass sie nicht wirklich zusammen sind, sondern dass alles ein Plan von Fanfan war, um Alexandrine eifersüchtig zu machen. Und sogar Mordi hat mitgespielt. Paul möchte mit Fanfan zusammenkommen, aber sie weist ihn ab, woraufhin er sich fragt, warum sie immer noch an Alexandrine denkt, wenn er sich wie ein Trottel benommen hat. Fanfan gesteht, dass sie früher auch schlecht von Alexandrine dachte, bis sie erfuhr, dass er bei der Miete geholfen hat, was beweist, dass er ein gutes Herz hat. Währenddessen erzählt Team Mordi von Alexandrines Einwegspiegel und lässt sie versprechen, Fanfan nichts davon zu erzählen. Mordi hält sich jedoch nicht an ihre Worte und am nächsten Tag kehrt Fanfan in ihre Wohnung zurück, weil sie weiß, wer sich auf der anderen Seite des Spiegels befindet und eine Erklärung verlangt. Laut genug, um durch den Spiegel gehört zu werden, erzählt Alexandrine Fanfan von seiner Verfolgungsjagd mit dem Bus und von den schlechten Kindheitserinnerungen an seine eigene Mutter, die jede Nacht einen anderen Mann in ihr Zimmer gebracht hatte. Er wuchs in dem Glauben auf, dass die Liebe immer scheitern würde, woraufhin Fanfan
Fan von ihm erklärt, dass das bei ihr nie der Fall sein wird. Sie küsst den Spiegel und drückt sich sogar an ihn, um Alexandre zu sagen, wie sehr sie ihn braucht. Aber als Alexandre nur antwortet, indem er den Spiegel ebenfalls berührt, erinnert Fan Fan ihn daran, dass das nicht genug ist. Sie hat keine Lust auf die Spielchen und Alexandre hat bis 10 Uhr abends Zeit, in ihre Wohnung zu kommen. Sonst wird er sie nie wiedersehen. Da er nun weiß, was er tun soll, geht Alexandre in eine Bar, um seine Gedanken zu sammeln und verpasst die Frist. Als er in die Wohnung zurückkehrt, muss er feststellen, dass Fan Fan verschwunden ist und nur einen Brief hinterlassen hat, in dem sie verspricht, sich mit ihrer Schwester zu treffen. Verzweifelt ruft Alexandre Mordi an, um sich nach dieser Schwester zu erkundigen und erfährt, dass sie schon seit Jahren tot ist, nachdem sie am Fluss Schluss gemacht hat. In der Annahme, dass Fan Fan dasselbe tun wird, bricht Alexandre in Tränen aus, als er sich an ihre gemeinsame Zeit erinnert und erkennt, dass es ihm eigentlich nichts ausmachen würde, mit Fan Fan verheiratet zu sein. Seine Trauer wird plötzlich durch ein seltsames Geräusch unterbrochen, das aus seiner Wohnung kommt. Es ist Fan Fan, der den Spiegel und die metaphorische Wand zwischen ihnen zerbricht. Die beiden umarmen und küssen sich schließlich, während Fan Fan erklärt, dass sie eine neue Frist setzen wird und Alexandre nun bis 10 Uhr morgens Zeit hat, sie zurückzugewinnen, was Alexandre auch mit großer Eifer tut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert doch den Kanal für täglich neue Videos und ich wünsche euch noch einen verdammt guten Tag.